Es war heute ein relativ ruhiger Tag mit dünnen Umsätzen. Der DAX bewegt sich auf der Unterseite 10.055 Punkte, Oberseite 10.184 Punkte. Das Positive, wir bleiben über 10.000. Das Negative, wenn man so will, wir haben keinen Trend. Die Bullen und die Bären können sich einfach nicht entscheiden. Aus Amerika gab es auch keine Impulse. Dort wegen Labor Day die Börsen und nicht nur die geschlossen. Schauen wir mal nach vorne, schauen wir mal nach morgen. Da gibt es nämlich die Verkehrszahlen von Air Berlin. Da können wir uns voll und ganz darauf konzentrieren. Denn von der großen Konkurrenz der Lufthansa, da gibt es gar nichts. Dort wird morgen gestreikt. Wieder einmal. Ganz interessant, die Handelsbilanzen. Da gibt es viele Länder, die gewähren da Einblick in ihre Bücher. Eine Handelsbilanz sagt nämlich etwas aus über die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Haben wir einen positiven Saldo, also überwiegen die Ausfuhren im Gegensatz zu den Einfuhren, dann ist das nach der reinen Lehre der Volkswirtschaft positiv für das jeweilige Land, positiv für den Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite ist man auch ein bisschen abhängig von den Abnehmerländern, schwächeln die, dann schlägt das sofort zurück auf das eigene Land. So viel der Vorrede, schauen wir mal kurz rein. Los geht's nämlich schon relativ früh um 1.50 Uhr mit dem Handelsbilanzsaldo in Japan. Riesige Zahl, 1,258 Billionen Yen werden hier erwartet. Etwa so das Niveau aus dem Vormonat. Dann schauen wir nach China um 4 Uhr in der Früh. Da haben wir den August, ob das jetzt Juli oder August ist in den einzelnen Ländern, das ist jetzt nicht so erheblich, was die Vergleichbarkeit angeht. Da erwarten wir etwa 48,6 Milliarden US-Dollar und dann kommt Deutschland dran, um 8 Uhr relativ früh, 21,8 Milliarden Euro erwarten wir hier. Ja, und dann schauen wir nochmal später nach Frankreich. Dort ist das Handelsbilanzsaldo negativ, wenn auch nur leicht, mit 3,2 Milliarden erwarten wir einen leichten Abschlag. Ja, jetzt habe ich viele Zahlen auf Sie losgelassen. 1.343 Milliarden, 22 Milliarden in unterschiedlichen Währungen. Versuchen wir das mal so ein bisschen einzuordnen. Schauen wir zunächst nach Japan, rechnen das in Euro um und da erwarten wir 9,8 Milliarden Euro Überschuss. Das klingt zunächst einmal relativ mickrig, aber im vergangenen Jahr gab es dort genau das Gegenteil, nämlich ein Rekorddefizit mit 97 Milliarden Euro. Also da scheint sich jetzt so ganz langsam wieder etwas zu erholen. China habe ich auch mal kurz umgerechnet in Euro, da sind es 38 Milliarden. Und im Verhältnis zu Deutschland, wir sehen hier die 22 Milliarden, wenn wir hier das Bruttoinlandsprodukt als Basis nehmen, hat China leicht die Nase vorn. Ja, und Frankreich, da braucht man nicht viel zu rechnen. Minus 3 Milliarden Euro bleiben, minus 3 Milliarden. Also dort hat man ein Defizit, was man eingefahren hat im Vergleichsmonat und auch in diesem Monat einfahren wird. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlich und Sie hatten viel Spaß dabei. Bis morgen.